Wow! Stuffi! Na? Yoshi, willkommen! Grüß dich! Mal wieder hier, schön! Ja. Kommst du gerade vom Training? Ja, Schultraining, um genau zu sein. Aha. Ich bin jetzt viel an der Schule, an unserer Sportschule. Ja. Und dann mache ich dann die, jetzt war es die 10. Klasse und mache mit denen dann vormittags ein bisschen. Formst du unsere neuen Jungs. Die Juwelen. Schön. Na, mit dem Tatz hast du ja schon ein schönes Ding gemacht. Ich meine, der ist ja super. Hast du den schon bei dir? Ja? Den hatte ich ein Jahr, hatten wir ihn. Ja, unser aktueller U16-Trainer hat ihn quasi damals vorgeschlagen. Der war unser Co-Trainer damals. Und ich der hat den von 10 noch geholt. Gut, dass der da in Cottbus sich ein bisschen freirammeln kann. Der bombt jetzt, ne? Auch super. Bayern auch, ne? Ja, schöner Elfer, war schön. Nee, ist ein guter Junge. Ja, fein, war super. Also geht dir gut? Mir geht's gut, ja. Bei dir? Ja, bei mir läuft. Ich bin jetzt noch ein bisschen angesäuert wegen des Spiels am Sonntag. Aber gut, das war ja für alle was Neues. Wo hast du denn geguckt? Ich war im Stadion, ging gerade an der Kurve. Ja, war ich auch. In der Kurve? Ja, du bist zu groß, ich sehe dich nicht. Ja, ein paar Leute sind ja da. Ja, na, ich stehe immer am Dings, am Zuckertor. Ja. Und wie fandst du es? Ja, ärgerlich. 4-0, ein bisschen hoch so für den Auftakt. Das am meisten ärgert mich eigentlich das erste Tor. Dann, ne? Also, na, vor allem du als Verteidiger, du musst da gejuckt haben bei dir. Ja, aber so. Alles war ruhig, ne? Und dann fangen wir an zu singen, ne? und dann fällt das Tor. Das war ein bisschen so ein Lackenschlag. Warum muss der Herrgott jetzt gerade in der 60. Minute? Aber gut, das war auch mit Ansage, das Tor, oder? Echt blöd gelaufen. Ja, ich sag mal, so 20, 25 Minuten haben wir eigentlich ganz gut gegengehalten. Dann mit dem 2-0, ja, dann kam Leipzig auch besser ins Spiel. Hatte, glaube ich, auch ein bisschen den Rücken frei dann mit dem 2-0. Und dann ja, lief das Spiel schon, total für sie. Und, die haben uns schon gezeigt, was los ist. Du, gibt ein neues Spiel, weißt du. Sondern schön nach Augsburg und mal gucken wir mal. Genau, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall was drin. Was tippst du, was denkst du? Ich habe hier mal was vorbereitet. Ja, ich habe schon anklingen lassen, dass da was zu holen ist. Du kriegst einen Stift. Ja, danke. Und jeder Tipp für sich? Ich denke, auswärts ein Punkt ist erstmal gut. Ja. Auftakt war nicht so gut. Druck ist für Augsburg, glaube ich, ein bisschen höher. Ich glaube auch. Letzter gegen Vorletzter. Jogi 3-3. Ja, ein bisschen mehr Spektakel. Ja klar, muss ja sein. 1-1 brauchen wir nicht. Natürlich nehmen wir den Punkt gerne mit. Genau. Und im Rückspiel dann vielleicht auch noch ein Dreier oder sowas. Ne? Ich bin ein Gastgeber, ich hab dir nichts zu trinken angeboten, ist ja Wahnsinn. Tropft schon der Zahn. Ich mach dir mal ein weißes Bier. Was hältst du denn davon? Ich probier's. Aber ich muss gleich noch arbeiten, ich muss zur nächsten Schule noch. Ja, kannst du ja. Das weiße Bier ist eine Limo. Oh, ich danke dir. Aber aus einem schönen Glas. Ich dachte auch, vielleicht ist noch ein bisschen Sand im Getriebe bei RB und bei uns läuft schon ganz gut, aber. Ja, das kommt schon. Gut, mein Lieber, dann würde ich mal sagen, ich rock los und du trainier die Jungs. Ich danke dir. Wir sehen uns. Ja, hat mich gefreut. Stuffi. Ciao. Aloha, mein Lieber. Häng los.